Hi zusammen, ich bin Luisa von Seokratie und wir schauen uns heute gemeinsam an, wie ihr mit dem Google Data Studio Reportings und auch Dashboards bauen könnt. Das Coole an Google Data Studio ist komplett kostenfrei und ihr könnt euch aus verschiedenen Datenquellen eure Reportings zusammenbauen. Das heißt, ihr könnt euch zum Beispiel aus der Google Search Konsole, aus Google Analytics und aus Google Ads oder auch aus verschiedenen anderen Tools wirklich eure Daten zusammenbauen und habt ein übersichtliches Reporting, das ihr dann auch automatisiert, zum Beispiel an eure Kollegen, eure Vorgesetzten oder eure Kunden zusenden könnt. Lasst uns gemeinsam gleich einen Blick reinwerfen. Also als allererstes solltest du wissen, was du messen möchtest. Und das kann dir das Google Data Studio nicht abnehmen. Also überleg dir vorher, was sind die Werte, die dir eine Aussage über den Erfolg oder den Misserfolg deines Online-Marketings geben. Klassischerweise sind das zum Beispiel der Umsatz, der Traffic, Conversions, also zum Beispiel Klicks auf E-Mail-Adressen, Downloads, Formulare abgesendete. Oder eben, wenn wir in die Google Search Konsole blicken, Rankings bestimmter Keywords, Klicks auf Keywords, Impressionen bestimmter Keywords. Oder auch, wenn du vielleicht an die Management-Ebene berichten musst, wie stehst du denn auf der Zielgerade zu für deine Jahresziele da? Auch die kannst du dir in Google Data Studio sehr cool anzeigen lassen. Vorher muss die Grundgegebenheit schon gegeben sein, dass du zum Beispiel ein ordentliches Google Ads Tracking hast oder eben die Google Property verifiziert hast. Und auch die E-Mail-Adresse, mit dem du im Google Data Studio arbeitest, auch Zugriff auf diese Datenquelle hat. Wenn du noch nie mit Google Data Studio gearbeitet hast, bieten sich die Vorlagen an. Hier gibt es verschiedene, die von Google oder auch von der Community bereitgestellt werden. Es gibt hier eben zum Beispiel für den Bericht über die Google Search Konsole oder Google Ads Overview oder YouTube Channel Report. Oder in der Vorlagengalerie findest du auch noch weitere unter mehr. Um es einfach mal einfacher zu machen, fangen wir tatsächlich einfach an mit der Google Search Console Vorlage. Das heißt, ich gehe jetzt hier auf Search Console Report und hier könnt ihr jetzt schon mal das erste Mal ein bisschen rumspielen. Das heißt, ich kann oben, seht ihr jetzt schon Filter und Device Category. Ich kann jetzt hier eben einmal zum Beispiel filtern nach Deutschland, weil wir uns in Deutschland befinden. Gehe hier auf Nur und dann seht ihr, wie sich die Graphen hier anpassen. Das heißt, das ist schon mal ein ganz guter Basisreport für die Google Search Konsole, wo ihr eben seht, wie viele Klicks gab es auf die Landingpages, wie viele, welche Klicks und Impressionen haben die bestimmten Queries bekommen und oben auch eine kleine Übersicht, wie denn insgesamt in den letzten 28 Tagen im Vergleich zu den vorherigen 28 Tagen sich die Kennzahlen, Impressionen, Klicks und CTR verändert haben. Wenn ihr diese Vorlage verwenden wollt, geht ihr oben auf Vorlage verwenden. Und dann könnt ihr die Daten, quasi die von der Search-Konsole in diesem Beispiel-Report drin sind, durch eure Datenquelle ersetzen. Dafür geht ihr jetzt einfach hier drauf. Wir merken uns, wir brauchen die GSC-URL-Daten, weil für die Search-Konsole gibt es zwei verschiedene Daten. Und je nachdem werden eben unterschiedliche Sachen angezeigt. Wir erstellen dann eine neue Datenquelle. Hier könnt ihr jetzt die Website, für die ihr verifiziert seid, einfach auch auswählen. Wie gesagt, wir brauchen die URL-Daten. Wir nehmen jetzt mal nur die Webdaten, weil uns die vor allem interessieren. Gehe dann hier auf Verbinden. Dann ein kleiner Tipp. Benennt die Datenquellen gleich richtig. Sonst fragt ihr euch später, weil die heißen sonst beide Search-Konsole https://www.bafinfo.de und dann wisst ihr wieder nicht mehr, was ist die URL-Verbindung und was ist die Website-Verbindung, die eben unterschiedliche Sachen messen. GSC, BAFinfo, URL. Und dann geht ihr oben auf zum Bericht hinzufügen. Das Gleiche machen wir jetzt unten, da brauchen wir jetzt die Site-Daten, neue Datenquelle erstellen, Search-Konsole, die richtige Property auswählen und wir wollen die Site-Daten. Auch hier möchte ich wieder die Web-Daten, gehe auf Verbinden, benenne sie mir gleich wieder richtig, GSC, BAFinfo, Site. Füge das Ganze zum Bericht hinzu. Und kopiere den Bericht. Und jetzt wird in eurem Account, in eurem Google Data Studio Account, dieser Bericht angelegt. Er heißt dann Kopie von
und dann sehen wir die echten Daten. Ihr könnt das Ganze jetzt auch anpassen, indem ihr zum Beispiel hier reingeht und dann eben auf die Daten klickt. Ich möchte jetzt zum Beispiel das Ganze nicht sortiert haben nach Query, sondern ich möchte das Ganze sortieren nach den Klicks. Absteigen, damit ich quasi auch die Suchanfragen sehe, die für mich die meisten Klicks gebracht haben. Dann seht ihr, sieht das hier schon mal ganz anders aus. Wir können das Ganze zum Beispiel auch hübscher machen. Das könnt ihr machen, indem ihr hier, wenn ihr die einzelnen Tabellen zum Beispiel anklickt, ich wähle jetzt mal hier die zwei unten aus, dann können wir hier auf Stil gehen. Und jetzt habt ihr hier die Möglichkeit, alles Mögliche anzupassen. Ihr könnt zum Beispiel die Schrift in der Kopfzeile größer machen. Ihr könnt auch die Schriftart wählen. Ihr könnt auch sagen, ob das Ganze einen Zeilenumbruch geben soll. Kann eben hier helfen, wenn die Überschriften einfach zu lang sind, dass sie angezeigt werden. Ihr könnt auch die Farbe der Tabellen ändern. Ihr könnt euch auch eine Paginierung mit anzeigen lassen. Das kann tatsächlich sinnvoll sein, wenn ihr wirklich ein Dashboard baut, wo sich die Leute durchklicken wollen. Ansonsten, wenn ihr das Ganze später als PDF verschicken wollt, würde ich es ohne machen. Und hier habt ihr wahnsinnig viele weitere Möglichkeiten. Was ich allerdings liebe, ist tatsächlich, wenn ihr in den Report direkt reinklickt, könnt ihr auch den Stil des kompletten Reports ändern. Hier gibt es einfach vorgefertigte Designs, die ihr auswählen könnt. Aber, und das liebe ich, es gibt hier diesen kleinen Button Design aus Bild extrahieren. Das können wir dann quasi per URL zum Beispiel machen. Ich suche mir hier jetzt die URL von dem Logo von dieser Seite einfach. Kopiere die mir hier rein. Und jetzt schlägt mir hier tatsächlich Google Data Studio schon verschiedene Designs vor. Mir gefällt hier das hier eigentlich am besten. Nehme ich das hier mit rein, wende es an und schon haben sich hier die Sachen direkt angepasst. Was sich jetzt nicht angepasst hat, weil ich das vorher manuell umgestellt habe, waren hier meine beiden Tabellen. Aber jede neue Tabelle, die ich hinzufüge, hat quasi direkt den passenden Style. Und hier kann ich jetzt allerdings auch auf Stil nochmal gehen. Und wenn ich jetzt hier auf Tabellenfarben gehe, werden mir hier tatsächlich auch die Designfarben vorgeschlagen, die eben aus meinem Logo extrahiert wurden. Was können wir noch alles machen? Wir können natürlich super viel machen. Ihr könnt Diagramme hinzufügen, ihr könnt den Zeitraum anpassen. Allerdings würde ich sagen, hier mit der Vorlage sind wir am Ende und wir schauen uns einfach alles andere an, wenn ihr ein eigenes Reporting baut. Wenn ihr einen neuen Bericht anlegen wollt, einen Lernbericht, geht ihr hier auf Lehrerbericht hinzufügen. Und jetzt erscheint hier eine leere Seite und ihr könnt direkt die Datenquellen wieder verbinden. Meine Datenquellen haben wir quasi schon die, die wir vorhin schon hinzugefügt haben, die GSC-BAF-Info, URL und Zeit. Und ich möchte aber noch eine andere Datenverbindung hinzufügen, nämlich Google Analytics. Und jetzt gibt mir Google Data Studio tatsächlich schon direkt eine erste Tabelle rein. Einfach Seitentitel und neue Nutzer. Damit könnten wir jetzt direkt anfangen zu arbeiten, aber ich schiebe das jetzt einfach hier mal nach unten. Ihr könnt Diagramme verschieben, indem ihr sie anklickt und mit der Maus quasi rumschiebt. Oder einfach mit den Pfeiltasten navigiert. Und wenn euch quasi, wenn ihr auch so kleine Perfektionisten seid wie ich und dann Tabellen nicht direkt gleich sind und euch dieser Sprung zu groß ist, dann könnt ihr einfach auf Shift gehen und dann schiebt da quasi nur noch kleiner rum. Wir beginnen mit dem Zeitraum, den ich hinzufügen würde, der quasi hier mit reinkommt. Dafür können wir oben ein Steuerelement hinzufügen. Hier seht ihr jetzt verschiedene Möglichkeiten. Ich nehme jetzt die Zeitsteuerung und dann kann ich das quasi durchklicken hier hinzufügen. Hier ist jetzt ausgewählt automatischer Zeitraum. Das können wir jetzt insofern direkt ganz cool anpassen, indem wir hier auf Erweitert gehen. Und ich möchte standardmäßig immer die letzten 52 Wochen sehen. Das heißt, ich sage hier minus 52
Wochen mit Beginn am Montag. Und hier sage ich auch minus eine Woche mit Beginn am Montag. Und so sehe ich, egal wann ich reinschaue, immer die Daten bis zum letzten Sonntag der Vorwoche. Und diese Zeitraumsteuerung funktioniert jetzt für alle Tabellen, Diagramme etc., die hier in den Daten eben den Standardzeitraum automatisch ausgewählt haben. Wenn ihr bei einzelnen Tabellen einen anderen Zeitraum als diesen oben über die Zeitsteuerung angelegten anzeigen lassen wollt, dann könnt ihr unten auf Benutzer definiert gehen und könnt sagen, ich möchte hier immer den letzten Monat zum Beispiel sehen. Dann sage ich hier entweder letzte 30 Tage oder letzter Monat. Dann kann ich hier auch noch ein Vergleichsdatum hinzufügen. Und auch hier kann ich zum Beispiel sagen, ich möchte das Ganze mit dem vorherigen Zeitraum vergleichen lassen. Oder ihr sagt, ich habe ein saisonales Thema oder möchte das Ganze saisonal vergleichen. Ich möchte das Ganze mit dem Vorjahr verglichen haben. Jetzt geht ihr hier auf Übernehmen. Und schon seht ihr, wie haben sich hier die einzelnen Seiten mit dem Seitentitel eben verändert. Ansonsten gibt es hier auch noch so ein paar Stilsachen, die man mit reinnehmen kann. Also sprich, ich möchte jetzt zum Beispiel gar nicht die prozentuale Änderung sehen, sondern ich möchte die absolute Änderung sehen. Dann kann ich hier eben auf Stil gehen und hier auf absolute Änderung und sehe, wie sich das hier verändert hat. Ich würde euch immer empfehlen, dass besonders wenn es um kleine Änderungen geht, würde ich eher die absoluten Zahlen nehmen. Wenn es um wirklich einen größeren Trend geht, mehrere Bereiche geht, dann würde ich die prozentualen Änderungen nehmen. Ihr könnt euch zum Beispiel hier auch andere Dimensionen anzeigen lassen. Das heißt, ich möchte hier eben nicht den Seitentitel zum Beispiel haben, sondern eine Seite. Hat den Hintergrund, dass sich der Seitentitel, wenn ich ihn optimiere, immer wieder ändert und dann hier quasi das nicht mehr auftaucht. Das heißt, ich kann hier jetzt auf Dimension klicken, suche hier einmal und sage Seite. Und schon habe ich hier etwas anderes, was eben als Dimension angezeigt wird. Hier eben jetzt die Seite. Ich kann auch neue Messwerte hinzufügen. Wir haben jetzt hier die neuen Nutzer. Ich möchte aber auch noch die Sitzungen sehen. Ich kann die mir hier jetzt eben wirklich suchen und sehe jetzt hier auch noch die Sitzungen. Jetzt wird diese Tabelle eben relativ breit und eigentlich interessiert mich gerade die neuen Nutzer interessieren mich nicht, wie sich die verändert haben. Möchte ich nicht wissen. Das heißt, ich gehe hier jetzt auf Stil, kann hier nach unten scrollen und sage, ich möchte hier keinen Vergleich sehen für die neuen Nutzer. Ich möchte die nur an den Sitzungen sehen. Was jetzt auch noch ganz interessant sein kann, gerade wenn nicht nur ihr damit arbeitet und ihr wisst, was da angezeigt wird, beschriftet eure Daten. Also sprich, ich würde hier jetzt tatsächlich zum Beispiel noch ein Feld einfügen, eben hier ein Textfeld. Und jetzt sage ich hier eben letzter Monat im Vergleich zum Vorjahr, um eben zu wissen, was hier wirklich mit angezeigt wird. Dann weiß jeder auch gleich, dass hier eben der letzte Monat betrachtet wird und nicht eben der automatische Zeitraum, der oben mitgenannt ist. Genau, wir nehmen uns jetzt noch eine zweite Datenquelle mit rein, nämlich die Search-Konsole, und da kann ich euch noch ein paar andere coole Sachen zeigen. Das heißt, ich füge jetzt hier ein Diagramm hinzu. Ich möchte trotzdem eine Tabelle haben. Jetzt nimmt er standardmäßig wieder die Analytics-Daten mit rein. Wir möchten jetzt ja aber eine andere Datenquelle hinzufügen. Das heißt, ich nehme hier die Datenquelle raus, wähle eine Datenquelle aus und wir haben vorhin ja schon unsere Datenquelle angelegt. Das heißt, wir können hier jetzt eben GSC BAF-Info nehmen. Und jetzt nimmt er hier schon mal eine erste Dimension mit rein. Wir nehmen jetzt aber gleich was anderes, weil die Device Category finde ich jetzt in der Tabellenform einfach nicht so schön.
könnt jetzt hier draufklicken und jetzt seht ihr, was man sich hier alles anzeigen lassen kann. Mich interessiert jetzt vor allem die Query, also die Suchanfrage. Und weil Query irgendwie blöd klingt, kann ich mir das Ganze auch umbenennen. Weil vielleicht weiß ja mein Vorgesetzter, an den ich berichten muss oder reporten muss, ja gar nicht, was das heißt. Das heißt, ich nehme hier Suchanfrage mit rein. Und schon wissen wir besser, was das Ganze ist. Und jetzt will ich natürlich auch noch Sachen messen davon. Ich möchte wissen, wie ist denn meine Position? Impressionen finde ich auch noch ganz interessant. Und wer möchte, kann sich natürlich auch noch die CTR anzeigen lassen. Jetzt möchte ich allerdings nur die Top 10 sehen. Das heißt, ich gehe jetzt hier Zeilen pro Seite oder Zeilen pro Tabelle und gehe hier auf 10. Ich mache uns die Tabelle mal breiter, dann sehen wir auch mehr. Insgesamt interessiert mich dann aber trotzdem auch noch irgendwie, was hat es denn insgesamt gebracht? Das heißt, ich blende mir auch noch eine Summenzeile mit ein. Ich möchte das Ganze jetzt nach Klicks sortieren. Wir können uns das Ganze auch noch ein bisschen anschaulicher machen, weil vielleicht tatsächlich nur so reine Zahlen auf den ersten Blick nicht so einleuchtend sind, wie wenn man das Ganze noch ein bisschen farblich hinterlegen kann. Das heißt, wir gehen jetzt hier wieder auf Stil. Die Paginierung nehme ich uns jetzt mal raus, die interessiert mich jetzt gerade nicht. Aber ich kann jetzt hier eben in den Spalten nochmal sagen, wie möchte ich das Ganze denn haben. Für die Klicks möchte ich jetzt hier tatsächlich einen Balken angezeigt haben. Und jetzt seht ihr, ändert sich das hier ganz schön und ich sehe gleich ziemlich anschaulich, wie sich das Ganze macht. Ich kann mir auch noch hier die Nummern mit anzeigen lassen, dann sehe ich trotzdem noch die Zahlen da mit drinnen. Ihr könnt euch natürlich auch noch andere Diagramme mit reinpacken, nicht nur Tabellen. Wir gehen jetzt hier einfach auf Diagramm hinzufügen und können uns zum Beispiel ein Kreisdiagramm noch hinzufügen. Hier ist jetzt die Dimension Query wieder ausgewählt. Die macht es für ein Kreisdiagramm wenig Sinn oder nicht so viel Sinn aus meiner Sicht. Ich möchte hier jetzt eben zum Beispiel lieber die Devices sehen. Und jetzt kann ich hier eben sehen, wie viele mobile Nutzer, wie viele Nutzer mit dem Tablet und wie viele mit dem Desktop im Zeitraum automatisch, also der von oben, denn hier wirklich gekommen sind. Ihr könnt auch neue Seiten hinzufügen. Wir machen das Ganze jetzt mal. So, jetzt haben wir quasi hier Seite 1 und 2. Die kann ich umbenennen. Wir nennen es jetzt einfach mal Diagrammspielerei. Und hier unten, die nennen wir jetzt Dashboard. Das wollen wir jetzt von Anfang an gleich mal ein bisschen hübscher machen als die Seite vorher. Das heißt, wir machen hier wieder Design aus Bild extrahieren per URL. Steuerung V müsste noch mit drinnen sein. Wir machen das Ganze jetzt auch so, dass wir uns eben dann zum Beispiel hier eine Form hinzufügen können. Das heißt, wir machen uns ein Rechteck und machen uns hier oben das einfach ein bisschen hübscher. Das heißt, ich mache mir hier jetzt einen grauen Hintergrund rein. Leg mir hier mein Steuerelement hinzu, eben einmal die Zeitraumsteuerung. Jetzt nehmen wir hier auch schon eine zweite Steuerung mit rein und ihr seht gleich, was damit dann passiert. Wir machen eine Dropdown-Liste, füge die jetzt hier erstmal hinzu. Hier könnte man jetzt die Google-Property auswählen, macht jetzt für mich als Steuerelement gerade nicht so viel Sinn, sondern wir wählen uns hier jetzt einfach einmal tatsächlich die Query aus. Und hier unten kann ich jetzt Steuern Buzzer mir quasi damit ausspielen soll.
wie eben zum Beispiel die Klicks. Fügen wir uns hier unten ein Diagramm mit hinzu. Und wir nehmen hier jetzt tatsächlich, wenn wir oben die Query auswählen, nehmen wir uns eine Zeitachse mit rein. Können wir hier jetzt mit der Führungslinie einfach mal reinpacken. Und kann hier sagen, was will ich sehen? Ich möchte die Klicks sehen. Könnte mir hier jetzt auch noch die Impressionen mit reinpacken. Können wir dieses Diagramm jetzt kopieren, möchte ich nämlich auch noch die Position sehen. Und die kann ich mir hier einfach wieder hinzufügen. Die Average Position. So, sagt ihr euch, okay, was war jetzt das Neue? Das Neue war jetzt, wenn wir hier jetzt wirklich auf View gehen, habe ich jetzt hier mein kleines Dashboard und kann sagen, ich möchte eben nur das Ganze für Obst und Gemüse sehen. Und jetzt habt ihr gesehen, haben sich hier unten tatsächlich auch die Daten geändert. Ich kann mir jetzt auch noch den Zeitraum auswählen. Ich möchte jetzt eben zum Beispiel wissen, wie ist es denn mit diesem Jahr? Gehe hier auf Übernehmen. Und schon passt sich hier das an. Und ich sehe, die Position springt hier relativ viel. Jetzt ist das hier so ein bisschen verwirrend vielleicht, weil je schlechter die Position wird, desto höher geht der Graph. Keine Sorge, auch das könnt ihr anpassen. Gehen hier wieder rein. Und gehen wieder auf Stil. Und können jetzt eben sagen, Richtung der Y-Achse umkehren. Und schon sehen wir, je besser die Position wird, desto höher wird das Ganze jetzt. Okay, dann lasst uns doch mal schauen, wie ihr noch Kurzübersichten und Jahresziele mit reinbauen könnt. Ich lege dafür jetzt gleich nochmal eine neue Seite an. Die Benennung spare ich mir jetzt einfach. Ich lege wieder einen Hintergrund an. Mache den hier etwas größer, weil wir uns verschiedene Sachen anschauen wollen. Nehmen wir hier noch ein kleines Textfeld mit rein. Schreiben drüber Jahresziele, sodass jeder auch gleich weiß, um was es geht. Soll natürlich schön groß sein und schön ausschauen. Das heißt, wir gehen hier auf die Schriftfarbe weiß und sagen, wir wollen das Ganze in 28 Pixel. Und jetzt könnt ihr hier wirklich Diagramm wieder hinzufügen. Und dann gibt es hier die Kurzübersicht. Hier möchte ich eben sehen, die Klicks, die einfach dieses Jahr schon stattgefunden haben. Das heißt, ich gehe jetzt hier auf Benutzer definiert. Sage dann Zeitraum seit Jahresbeginn. Und jetzt kopiere ich mir einmal, nehme es rüber, weil dann habe ich gleich den Jahreswert schon mit dabei. Klicke ich drauf, möchte ein neues Feld hinzufügen. Jetzt könnte ich hier wieder aus den Standardsachen auswählen. Ich gehe jetzt aber auf Feld erstellen. Und jetzt kann ich hier dem Feld einen Namen geben. Klicks. Und jetzt kann ich mir hier unten Formeln reinschreiben. Das heißt, ich nehme jetzt einmal die Klicks. Wir wollen dieses Jahr einfach 20.000 Klicks haben. Das heißt, wir teilen jetzt die Klicks durch 20.000. Und hier unten sage ich jetzt noch auf Typ. Ich möchte das Ganze als Prozent ausgeliefert haben und übernehmen. Wir können das Ganze jetzt auch noch insofern noch ein Stück weit greifbarer machen, indem wir sagen, okay, ich möchte doch noch ein Vergleichsdatum haben. Und zwar mit dem Vorjahr. Und ich sehe, wir sind zwar quasi dran, unser Ziel für dieses Jahr zu erreichen, aber wir sind damit trotzdem hinter demselben Zeitraum, den wir letztes Jahr schon hatten.
Eine ziemlich coole Funktion, die es noch gibt, ihr könnt dieses Dashboard natürlich oder diesen Report auch teilen. Zum Beispiel, indem ihr eine E-Mail-Zustellung plant, dann könnt ihr einfach hier drauf gehen und könnt jetzt eben sagen, wen möchte ich das Ganze zusenden lassen? Ich möchte das Ganze jetzt mir zusenden lassen. Kann hier den E-Mail-Betreff und auch die Nachricht anpassen, kann mir hier zum Beispiel sagen, Zielerreichung, und hier kann ich mir noch was Nettes reinschreiben, sag, Luisa, du bist super, dann starte ich gleich direkt cool in die Woche, kann auch sagen, welche Seiten zugesendet werden wollen, mich interessiert jetzt einfach nur tatsächlich die dritte Seite, kann das Ganze hier eben sagen, ich möchte das jeden Samstag zugesendet bekommen, oder sag hier eben, Beginn montags, dann wird mir das Ganze auch immer quasi montags zugesendet, zum Beispiel auch jeden Montag. Dann könnt ihr direkt hier auch Personen hinzufügen, die dürfen entweder ansehen oder auch bearbeiten. Und dann können die Leute direkt über die URL auf das Dashboard zugreifen und können auch tatsächlich, je nachdem welches Nutzungsrecht ihr vergeben habt, eben bearbeiten oder nur ansehen. Insgesamt kann man sich natürlich super im Dashboard und auch im Google Data Studio insgesamt spielen. Man kann noch so viele Sachen, coole Sachen mehr machen. Ich habe euch jetzt schon mal so einen kleinen Einblick gegeben. Wenn ihr mehr wissen wollt, beschäftigt euch gerne selber damit oder schreibt uns einfach einen Kommentar. Dann zeigen wir euch nochmal mehr aus der Reihe. Ich hoffe, das Google Data Studio hat euch gefallen. Solltet ihr Fragen dazu haben, schreibt die gerne in die Kommentare oder sagt mir auch, wofür ihr Google Data Studio nutzt. Falls euch mein Video gefallen hat, gebt uns gerne einen Daumen nach oben. Bis zum nächsten Mal.